Hallo meine Lieben, mein Name ist Hamza Raya. Wir sind in der wunderschönen Stadt Zürich und drehen den vierten Teil von rassistischen Witzen in meiner Heimatstadt. Wie fängt jeder rassistische Witz an? Ganz genau mit dem Blick über die Schulter. Könnt jemand zuhören? Heute machen wir genau das Gegenteil. Wir gehen zu den betroffenen Leuten und erzählen die Witze, wollen miteinander lachen, hoffen, dass wir nicht runtergestochen werden. Und ja, wenn ihr gute Zeit habt, ich wünsche euch viel Spass mit dem Video. Also, wir sind hier mit dem... Idris. Idris, sehr schöner Name. Von wo bist du? Von Schaffhausen. Und ursprünglich? Aus dem Kosovo. Du redest Deutsch mit mir, ich bin nicht Schiptor. Ich erzähle rassistische Witze, okay? Sicher. Kommt ein Dreckiger. Ist gut, bist du bereit? Nein. Also, warum wird eine schwangere Kosovarin an der Grenze aufgehalten? Passkontrolle. Illegaler Mülltransport. Mülltransport. Den kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Also, mi smo ovde u Zirihu sa brate moje, kako ime dvoje? Dušan. Dušan, drago mi je. Ti si srpski? Jesam. Okej, okej, freut mich, mein Bruder. Also, mi erzählen rasistische Witz. Das heißt, ich will dir jetzt einen Serben Witz erzählen. Ja. Aber dreckig. Okay. Bist du parat? Bin parat. Wie nennst du eine Mülltonne unter einer Ampel? Jugodisco. Murschu Pitschku Matro! Licht ist gut. Licht ist super. Also bei mir macht es eh keinen Unterschied. Ich sehe gar nicht. Hast du das gefilmt? Das hauen wir rein. Wir sind hier mit dem. Joel. Joel, du bist ursprünglich? Aus Ghana. Aus Ghana, also schwarz. Du weißt, was kommt. Offensichtlich. Oder? Ja, ja, ja. Sehr schön. Rassistischer Witz. Ja. Also, warum kann Stevie Wonder nicht lesen? Erzähl. Warum? Ja, weil er blind ist. Weil er schwarz ist. God damn, that was racist. Das ist gut. Das ist gut. Also, wir sind hier mit dem? Kudi. Kudi. Sind Türk müssen? Ich bin ein Türk, ja. Du weißt, was kommt. Rassistische Witz erzähle ich, oder? Kannst du gerne machen. Okay. Was macht eine Türkin an der Uni? An der Uni? Sie probiert zu studieren. Putzen. Das ist dreckig. Kann gut sein. Das ist dreckig. Kann gut sein. Okay, wir sind da mitten. Isis. Isis? Ja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind da gelandet, Mann. Dort hinten steht Al-Qaida. Also, sehr schöner Name. Du heißt? Ja, Kaya. Kaya. Du bist ursprünglich von wo? Senegal. Togo und Schweiz. Okay, also, mein Programm ist so. Das ist... Boah, ich habe einen ganz schlimmen. Ich habe wirklich einen schlimmen. Vertreibst du schwarzen Humor? Ja. Er kommt tief. Also. Er kommt schlimm. Okay. Wie tötest du 100 Flüge auf einmal? Wie? Das ist ein afrikanisches Kind. Damn! Der Schock. Warte. Also, wir sind hier mit dem? Biondin. Oh, Biondin, Schkapabon. Sente. Geiles Sieg. Du bist Albaner? Ja, genau. Also, rassistische Witz, okay? Gern. Wie nennst du eine Abtreibungsklinik im Kosovo? Mein Name macht das. Kriminalitätsstopper. Das ist easy. Wir sind hier mit dem? Kim. Kim, du bist ursprünglich? Aus China und Taiwan. China, good country. Also, wir erzählen rassistische Witze, ist gut? Also. Das heisst, wir würden jetzt einen rassistischen Witz über Chinesen erzählen. Mach nur, ich bin... Okay. Was ist der schwierigste Job der Welt? Phantombildzeichner in China. Das ist gut. What make you think of Chinese? Du kannst nicht helfen, das ist scheiße. Ma possiamo parlare italiano, ok? Va bene, ok. Come tu ti chiami? Paolo. Paolo, e da dove sei? Basilicata, Sicilia. Ok. E lavori qui in Zurigo? No, a Berna. A Berna, ok. Sì, vai. Ok, mi fanno in grado di due arti discriminare, per il cantone e per la nazionalità. Aua. Also, italiano Witz. Der kommt flach, ok? Warum sind Italiener so klein? Mein Vater hat gesagt, bin gross. Du musst arbeiten. Der kommt flach, aber der ist gut. Also, wir sind hier mit? Ella. Und? Chill. Ihr seid Schweizerinnen? Halb. Ja. Wer ist dann eigentlich noch Schweizer im ganzen Land? So seht ihr aus, Mann.
Letztes Mal 1970 einen gesehen. Es gibt ja noch von denen. Das ist eine Katastrophe. Also ein Schweizer Witz. Die Leute haben darum gebeten. Er kommt harmlos. Einfach mal harmlos. Okay. Was hat der Yeti und ein gastfreundlicher Schweizer gemeinsam? Ich weiß nicht. Beide sind noch nie gesichtet worden. Aber ist ein Point! Ist ein Point! Jetzt machen wir ausnahmsweise heute einen Frauenwitz. Ist gut. Also, warum haben Frauen Menstruation? Weil sie es verdient haben. Ganz. Sorry, es tut mir leid. Okay, wir müssen ja auch über uns selber lachen können. Es geht ja nicht nur über die anderen, sondern wir lachen miteinander. Also auch ein Araberwitz. Okay. Warum spielen die Araber kein Schach? Ich weiß nicht. Weil sie die Damen nur einmal schlagen dürfen. Das habe ich nicht gecheckt. Weil die Damen nur einmal können schlagen. Was? Was sagt ein Araber zu seiner Frau mit zwei blauen Augen? Was? Muss ich es dir dreimal sagen? Warum können die Araber so gut Klavier spielen? Der ist gut, erzähl. Sie haben den Anschlag geübt. Warum spielen die Araber kein Schach? Weil sich die Dame frei bewegen darf. Warum spielen sie trotzdem Schach? Weil das Schachbrett aussieht wie ein Küchenboden. Wie nennst du einen Araber mit einer Ziege und einem Schaf? Das ist ein Hirt. Bisexuell. Oh. Ich brauche keine Sicherheit. Gut, das ist gut. Keine Sicherheit, ich liebe dich. Mann. Wenn wir schon gemeinsam lachen. Zu geiles hier. Merci vielmals, Bro. Merci. Danke vielmals. Wir lachen zusammen. Wir sind für Liebe. Eine kleine Umarmung. Das ist super. Wir sind super. So müssen wir miteinander funktionieren, oder? Sehr schön. Das ist Liebe. Peace. Wir wollen nur mit Peace. Alle Frieden. Das ist Peace. Und ich finde es wichtig, dass man kann über sich selber lachen kann und über ja. Herzig. Hey! Haben wir ihn gesehen? Das ist gut. Cooler Lümmel, du verdammte Siach, du Blöde.